Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Project RET. Heute geht's mit Chemistry weiter und zwar mit. Was ist denn los? Ah, so. Mit Chemistry. Da. Mit dem. Hier. Mutagen, Producer und dem Mutatron. A lot of soul. Ja, erstmal brauchen wir die zwei natürlich. Hier diesen Mutatron. Ganz viele komische Sachen. Advanced Mutatron, okay. Ne, was war doch der Mutatron? Und der Mutagen Producer. Fangen wir mal mit dem Mutagen Producer an. Zwei von diesen Power-Modulen von letzter Folge oder einer der letzten Folgen, keine Ahnung. Bronze, Bronze Gears, Bronze Hopper, Bronze. Mutagen Tank. Zur Abwechslung mal Zinn. Gut, nehmen wir hier noch den Stack Bronze mit. Vielleicht auch ein bisschen Zinn. Ich weiß nicht, wie viel noch da ist. So. Und dann legen wir los. Wir brauchten zwei. Hier für vier sind wir bei 10. Gut, 10 Stück. 10, so. Bronze. 10 Stück. Dann noch eins von den Dingern. Was noch? 4 Pisten. 4 Pisten. 1, 2, 3, 4. 1, 1, 2, 3, 4. Jetzt haben wir doch wirklich keinen Cobblestone oder nicht genug im Inventar. So, da aber. Holz haben wir hier, da haben wir eine Säge, gut. Und dann sägen wir einfach mal ein bisschen Holz. So, Pisten. 4 Stück. Und 2 Redstone und Gold, gut. Gold, Redstone. Und dann bitte 2 von den Dingern. Das Ding. Zinn. Kann man das auch machen? Ein Tank reicht vollkommen. Und der Hopper. Kiste brauchen wir. Kiste. Hopper. Wo ist die Kiste? Da. Und das glaube ich. Jo. Gut. So, jetzt haben wir alles. Gut. Jetzt brauchen wir noch den Mutatron. Der braucht wieder so ein Power-Modul. Und diese B-Dinger. Das heißt, drei von diesen Platten. Das heißt, 6 Gold mal kleinpressen gehen. Plattpressen. So. Donate. Wobei wir können. Ach, was soll's, machen wir uns mal mehr. Rolling. So, legt los. Ich komme gleich wieder. So, bauen wir uns schon mal den Pisten. Einen Tank können wir uns noch bauen. So. Zwei Pisten. Eins, zwei. Blum, blum. So, Cobblestone machen wir mal von Hand. Zwei. Vier davon. Oh ja, nicht mehr so richtig viel Bronze, ne? Mal gucken, ob das noch reicht überhaupt.
1, 2, 3, 4. Und hier noch 4. 1, 2, 3, 4. So. Das Ding. Ach, wir haben kein Gold. Gold. Wisst ihr was? Ich gehe mal neues Bronze schmelzen. Haben wir hier Big Ferrous Silver Tin. 1, 2, 4. Dann brauchen wir von dem Kupfer 12. So. Ich schmeiß mal das hier rein. Du aus. Dann darfst du schon mal schmelzen. Gut, jetzt können wir gerade mal nach den Goldplatten gucken gehen. Was ist mit dir los? Hm? Muss ich das verstehen? Nö. Habe ich hier eben keins reingeschmissen oder was ist da los? Oder kriegst du keinen Strom? Naja, mir soll es egal sein. Ich habe ja eigentlich genug. So, gehen wir mal zurück. So, Mutter-Dings da. Eins, gut. Das Ding hatten wir auch hier. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hammer. So. Jetzt haben wir auch die drei Dinger. Oder auch nicht. Wir haben alles Bronze aufgefressen. Ach, so ein Mist. Dann müssen wir das doch. Ist das geschmolzen? Nö, aber bald. Komm, Kupfer. Wir können aber dann schon mal den Mutagen-Producer auspacken. Der braucht MJ zurück. Oder der braucht RF, glaube ich. Oder MJ, ich weiß es nicht. Ist ja auch mehr oder weniger das gleiche. So. Hier kann man schon mal die ankurbeln gehen. Weil das sollte ja jetzt Gott, ist geschmolzen. Dann machen wir uns mal ein paar Ingots. Und wir schließen inzwischen das Ding. Was ist denn nun los? Hallo? Gut. Kleiner Schluck auf. Dann gehen wir schlafen. Wieso kann ich hier nicht schlafen? Ja, wo ist denn jetzt mein Rucksack hin? Ach, mein Sleeping Bag. Irgendwie hat der Server gerade Schluck auf. Na, ja, hat er. Ich bin zurück, sobald das hier alles wieder läuft, wie es soll. So, ich hoffe, es ist vorbei. War nicht lang, aber irgendwie stand ich dann irgendwann hier, hatte hier ein paar von den Convits da auf dem Boden platziert und jupp, hier der Mutagen-Producer. Der kriegt hier MJ. Hier ist MJ und der braucht 500. Was sind das? Ach, du bist... Ah, da habe ich noch was für euch. Ich habe was gefunden. Wo ist es? Da. Hihi. Der sieht genauso aus wie ich. Nur ohne Pfeil im Bein. Nein, verbrenn nicht. Komm wieder rein. Huh. Gut. Du darfst nicht verbrennen. Ich musste den einfangen. So, aber jetzt zu dem Mutagen-Producer. Wir brauchen mehr Strom. Naja, ich kann euch ja schon mal erzählen, was das tut.
Und zwar der produziert Mutagen. Ach so, ja, unten läuft wieder los. Burp. Click to see recipes. Ja, hier Mutagen produziert der. Braucht ein bisschen viel Energie und ja, produziert damit dann aber immer Mutagen. Hier Uran funktioniert sehr gut. Hier dieses Uran 235 funktioniert hervorragend. Und scheinbar braucht er immer gleich viel Energie dabei. Und ja, wie ihr seht, arschlangsam bei meiner aktuellen Stromversorgung. Die ist ja auch nicht dafür gemacht. So, gehen wir mal rein, weil das Muttergehen brauchen wir gleich. Wobei, so lahmarsch wieder ist, schafft er eh kein Bucket. Hier, nehmen wir euch mit. Hoffentlich reicht das jetzt. Wir haben ja drüben noch die Zelle da stehen. Die sollte da uns zurzeit ein bisschen besser beliefern. Und diesen Prozessor. Oh, Kacke, da brauchen wir ein Assembly Table. Shaped Crafting. Ja gut, dann müssen wir erst so ein Table bauen. So, Assembly Table, da das Ding. Diamond Gear, Diamant, Redstone. Gold Gear, Iron Gear, Stone Gear. Halleluja. Aber ich glaube, wir haben alles da. Sticks 1 brauchte ich nur, ne? Das sollte ja reichen. Dann mit Stone. Gut, Eisen. Gold. Und dann mit Diamanten. Gems. Ja, Alter, der Server aber arge Probleme. Wir brauchen ein paar davon. So, da. Diamanten. So, Obsidian hatten wir hier. Jupp. So langsam wird mein Inventar auch unübersichtlich. Packen wir das hier alles mal nach hier unten. Das haben wir ja schon gebaut. So. Hier Assembly 1. Genau, jetzt brauchen wir noch einen Laser. Da. Und da reicht uns auch mal einer. Jetzt brauchen wir noch Energie. Da das ein bisschen schneller gehen soll, hole ich mir da hinten die Zelle wieder. Wobei, wir haben auch hier noch. Ich meine, das ist zwar nicht dafür gedacht, aber so schnell als Improvisation sollte das ja reichen. So, stellen wir das Ding einfach mal dahin. Und das davor. Das hat jetzt auch Energie. Und jetzt brauchten wir den Mutter, was weiß ich, Mutatron, genau. Pulsating Chipset, okay. Im Moment, es gab doch Pulsating Chipset. Ja, den können wir auch da drin machen. Wisst ihr was? Ich baue den jetzt mal schnell, weil das wird eine Weile dauern. Und dann sehen wir uns wieder, sobald ich das Ding habe. Also bis gleich. So, wieder zurück. Das Ding hier ist fertig. Und wir haben hier auch einen Tank mit Mutagen, hat uns nur ein bisschen viel Energie gekostet. So, jetzt aber zum Mutatron. Wir müssten doch eigentlich alles haben. So, jetzt sollte ich das nochmal genau angucken. Gut. So. Tank, Prozessor und 2 Bronze. Gut. Haben wir den.
Das schmeißen wir alles in die Kiste. Goldplatten, Redstone. Jupp. Und dann gehen wir mal nach da hinten und testen den mal aus. Wir müssen da natürlich noch ein Gebäude für bauen. Wir ja, testen den gerade nur deswegen. Machen wir hier so einen komischen Setup. So hinsetzen. Output nach oben. Gott, du kriegst Energie. So, jetzt habe ich natürlich was vergessen. Ach, mach mal das. Home. So. Und zwar brauchen wir noch so ein Besteck. Matt. Gendestry. Da. Und zwar brauchen wir hier noch so ein die Labware. Ein Diamanten und 1, 2, 3, 4. 16 Stück. Gut. Jetzt können wir nach drüben wieder. Schlafen wir noch. So, au, oh, wir können. Kann man mit Back wieder dahin? Oh, hervorragend. Weg gespart. Gut. So, nämlich dieses Besteck hier müsst ihr da reinpacken. Jetzt braucht er natürlich noch das Muttertron. Muttergen. So. Ja, damit. So, und jetzt, wie ihr seht, können wir hier Bienchen, Bäumchen, Bienchen, Pollen reintun. Und wir nehmen zwei Bienchen. Und dann nehmen wir mal, wir brauchen eine Prinzessin. Und hier, Prinzessin und eine Drohne. Und daraus kriegen wir dann irgendwas Neues. Ja, es gibt ja diese Ignoble und die Pristine. Und die Ignoble können sterben, wenn bei dem Prozess, wenn wir da alle drin mit denen rumpanschen. Die Pristine nicht. Aber wir gehen jetzt mal nicht davon aus, dass die stirbt. Ach, wobei. Wir können auch einfach eine hiervon nehmen. Nehmen wir die Pristine. Und mixen mit der. Ah, jetzt nicht hinschmeißen. So, das ist die Meadow. Dann nehmen wir hier. Wir fangen klein an. Ja. Das ist natürlich jetzt. Oh, hier Drawasser. Da, Forest. So. Und jetzt schmeißen wir hier oben. Da ist ja die Labware drin. Hier. Und da. Und nun geht das hier lang. Das hat ein bisschen Muttergen gefressen. Drei Buckets, um genau zu sein. Und ta-ta-ta-ta. Mit dem Pristine kommen. Ihr schmeißt hier zwei von den Bienen rein. Wieso steht da ein Muttergen? Ach, da passen nur 8. Ja, stimmt. Da war gar keine 10. Okay, ein Bucket Muttergen. Und hier 20 MJ. Und dann ein Labware. Und dann könnt ihr die Mutation sozusagen direkt auslösen. Hier Degrading Chance, Pristine 0%. Also die Pristine werden nicht zu einer Ignoble degradiert. Aber die Ignoble könnten mit 10% Wahrscheinlichkeit sterben. Ja, und so könnt ihr jetzt halt ganz viele Mutierungen auslösen. Marshy, Wintry zum Beispiel, gibt ja auch die kommen, ohne dass ihr die züchten müsst. Ihr braucht halt nur die Prinzessin und die Drohne dazu. Dann müsst ihr das ja nicht mehr drüber machen.
die hier müssen wir jetzt natürlich da drin wieder, also das ist halt die Queen, jetzt müsst ihr die jetzt da drin züchten. Und ja, so kommt ihr dann auch voran. Dann könnt ihr euch den Weg über die Apiaries, da sind sie, die Apiaries sparen und dann könnt ihr ganz einfach mit viel Energie die Bienen züchten und dann einfach hier eine raussuchen, was ihr wollt. Sagen wir Redstone nehmen wir oder wollen wir per Biene haben. Jetzt müssen wir das Rezept dazu suchen. Hier. Es gibt aber bestimmt hier, es gibt auch noch die. Und dann guckt ihr, was die wollen. Hier ist sogar der Mutatron. Spitful und Industrious. Industrious, Diligent und Unwary. Und so müsst ihr euch dann hier die Common und Cultivated. Die hätten wir ja jetzt, könnten wir uns die Diligent machen. Und so ist das dann wesentlich einfacher, die Bienchen zu züchten. Aber wie gesagt, es kostet ein Popo voll Energie, ein Eimer von diesem Mutagen kostet 1 Million MJ. Gut, es gibt hier genug Möglichkeiten, MJ zu produzieren, aber ihr braucht halt die Energiequelle dafür. Ja, das war es jetzt erstmal zu den zwei, waren ja mehr oder weniger nur zwei. Hier der Mutagenprozessor und der Mutatron. Und die anderen Maschinen, die kommen dann in einem späteren Update. Aber zuerst könnt ihr ja mal damit züchten, was ihr wollt. Jo, das sollte es gewesen sein für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und dann sehen wir uns in einer der nächsten Folgen. Also bis dann, ciao.